Dann starte ich jetzt auch die Aufzeichnung und ab jetzt beginnt der offizielle Teil. Ab jetzt müssen wir uns benehmen. Also nochmal ganz herzlich willkommen, ganz offiziell zu unserem Webinar Cloud als Strategie. Dieses Webinar wird veranstaltet von der Firma Cloudical, vom SIBB in Berlin und von der OVH Cloud. Heute sprechen hier Dominik Schneider, Senior Pre-Sales Consultant von der OVH Deutschland. Es ist schlimm, wenn man zu sehr im Englischen unterwegs ist. Verzeih es mir bitte, Dominik. Ja, das ist Engineer, ich kann leiten, aber macht nichts. Ja. Eine Sprache bitte nur, das ist ansonsten echt schwierig. Und mein Name ist Carsten Samaschke. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Cloudical. So, wir wollen uns heute mit dem Thema Cloud als Strategie auseinandersetzen. Dominik, warum wollen wir das eigentlich machen? Ja, ich denke mal, das könnte so ein bisschen anknüpfend an so ein Outlook sein oder an so einen Ausblick aus unserer letzten Folge in dem Webinar. Da ging es ja um das Thema, man kann einfach Sachen in eine Cloud werfen oder man kann das Ganze auch, genau, Stichwort Lift and Shift. Und ich hatte ja so ein bisschen das Beispiel gebracht, man zieht um, man weiß also, man muss irgendwie in neue Räumlichkeiten, das wäre dann die Cloud. Und man wohnt jetzt aber schon relativ lange da, wo man bisher war und hat einen vielleicht recht vollgemüllten Speicher. Jetzt muss man umziehen, hat die Möglichkeit, sich zu überlegen, was nehme ich jetzt sinnvollerweise mit in meine neue Cloud. Und irgendwann hat man vielleicht einfach gar keinen Bock mehr drauf, dann hat man alles auf dem Hänger und fährt das alles einfach rüber in das neue Environment. Das wäre halt klassisches Lift and Shift. Nur auf einmal in der Cloud ist auch viel mehr Transparenz. Das heißt, dann merkt man plötzlich, wie viel Kubikmeter von seinem schönen neuen Speicher man plötzlich wieder mit den Kartons vollgestellt hat, die man eh die letzten 10 Jahre nicht geöffnet hat. So, und deshalb ist vielleicht so ein bisschen mehr als nur wir gehen in die Cloud eine etwas tiefergreifende Strategie nötig, ja, oder zumindest sehr sinnvoll. Und du hast ja das Bild gebracht, Carsten, man sitzt morgens am Frühstückstisch mit sozusagen der Chef mit dem Frühstücksei noch in der Hand, denkt sich, heute ist der Tag, wir gehen in die Cloud, rennt noch mit dem Löffel in der Hand ins Büro und verkündet, heute ist Cloud Tag 1. Und dann hat sich, anstatt in Aktionismus zu verfallen, erstmal Gedanken machen, wie sieht das Ganze aus? Und ich denke mal, da kommen wir jetzt in diese Strategie hinein. Absolut. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz häufig gemachter Fehler. Man macht Cloud einfach mal. Bitte nicht falsch verstehen. Wir raten überhaupt nicht davon ab, Cloud einfach mal zu machen. Aber trotzdem muss auch einfach mal machen kontrolliert sein. Und es gehört halt mehr dazu, als eben einfach nur die Sachen rüberzubringen. Gegen Lift and Shift, also quasi das Rüberbringen von Workloads initial, ist erstmal gar nichts einzuwenden. Aber wenn man denn wirklich irgendwann mal die Vorteile haben will, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich habe hier mal eine Zahl. 95%. Diese Zahl ist das Ergebnis einer Studie, die vor ein paar Jahren von einer großen international agierenden Unternehmensberatung vorgenommen worden ist, und zwar unter AWS-Kunden. Es geht jetzt hier nicht um AWS, das gilt für jedes Cloud-Environment. 95% dieser Kunden bezahlen laut eigener Aussage nach einem Jahr in der Cloud deutlich mehr, als sie ursprünglich antizipiert haben. Und das lässt darauf schließen, dass natürlich auf der einen Seite Cloud im Zweifelsfall super einfach zu nutzen ist und man eben super einfach auch Workloads reinbringt. Aber das, was ja viele wollen im Cloud-Umfeld, eine Ersparnis zu schaffen und eine Optimierung auch zu schaffen, bezogen auf ihre Ressourcen, das fällt nicht vom Baum. Und Dominik, lass uns mal im weiteren Verlauf sukzessive darüber reden, was auch aus deiner Sicht damit dazu gehört, um in so einem Cloud-Umfeld strategisch erfolgreich unterwegs sein zu können. Ich werde meine Sicht damit ein bisschen einbringen. Ich sage nur eins, und das ist eine Erfahrung, die ich in den vergangenen Jahren bei verschiedenen Kunden mehrfach gemacht habe. Wenn man Cloud nicht wirklich ganzheitlich andenkt, dann führt das zu gewaltigen Problemen, nicht nur auf der Kostenseite, sondern, also gerade dieses Beispiel, wir entscheiden das beim Frühstückstisch, beim Frühstücksei, führt dazu, dass die Leute nicht mitgenommen sind. Und was passiert, wenn Leute nicht mitgenommen sind? Sie springen ab und wir erfüllen unsere eigenen Erwartungen nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen, ich bin, wie man sieht, kein sonderlich guter Grafiker. Aber deswegen gehört halt dazu mehr. Und ich habe das mal in 3 Begriffsblöcke untergliedert, denen wir uns dann auch, Dominik, im weiteren Verlauf so ein bisschen widmen werden, nämlich Design, Approach und Mindset. Design an der Stelle steht erstmal ganz allgemein für die technische Ebene.
Approach ist die technische Umsetzung und Mindset ist aber alles, was dazugehört. Das heißt, firmenweite Prozesse, Enablement, Begleitung, vielleicht auch eine Interaktion miteinander. Das darf man bitte keinesfalls unterschätzen. Das soll bitte keine Angst vor Cloud machen, weiß Gott nicht. Aber es gehört mit dazu zum Gesamtbild. Wenn man nicht zu diesen 95% gehören möchte oder anders ausgedrückt, wenn man eher zu den 5% gehören möchte, die wirklich im Cloud-Umfeld nachhaltig agieren und arbeiten, dann ist das schwierig. Ich lese gerade, dass es nichts zu verstehen ist. Dominik, kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Bin ich gut zu hören? Also ist meine Stimme klar? Oder? Also ich höre dich auch sehr, sehr gut. Okay. Die anderen Teilnehmer sagen auch, dass es soweit gut ist. Wenn Sie das im Moment nicht gut verstehen können, es gibt hinterher eine, ich sag's, das ist gerade nicht schön, es gibt hinterher eine YouTube-Aufzeichnung. Vielleicht kann das bitte jemand kurz in den Chat schreiben, dann brauche ich das jetzt gerade. Ich schreibe das eben kurz. Großartig. Ich beende kurz diesen Gedanken. Also es gehört ein bisschen mehr dazu an der Stelle, um halt dort dann eben auch wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein. Und da kannst du natürlich im Zweifelsfall, großartig, da kannst du natürlich im Zweifelsfall dann auch ein bisschen was dazu sagen. Dominik, du hast es übrigens nur an mich geschickt. Ja, ich habe es gerade festgestellt und auch schon direkt kommentiert. Alles prima. So, lass uns erstmal ganz kurz über dieses Thema Design reden. Design meint jetzt weniger wirklich eine Architektur, obwohl das mit reingehört, sondern eben die technische Ebene. Das ist so der erste Schritt. Wenn wir wirklich im Cloud-Umfeld erfolgreich sein wollen, dann müssen wir wahrscheinlich, aus meiner Sicht jedenfalls, aber da hast du vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf und ich möchte übrigens auch einen anderen Blick gerne hören, Da müssen wir möglicherweise auch drüber nachdenken, dass wir alte Zöpfe irgendwann mal abschneiden müssen. Und wir machen jetzt noch nicht das, was wir nächste Woche machen, die große Cloud-Begriffserklärung, aber wir müssen uns irgendwann halt wahrscheinlich mit einem anderen Toolset auseinandersetzen. Oder können wir einfach so weitermachen wie bisher? Nein, also Toolsets ist, sage ich mal, es gibt da so ein Begrifflichkeitsumfeld, in das du, glaube ich, da gerade sehr schön reinspielst. Es geht halt eben nicht nur um das Cloud Enablement, sondern auch dann sozusagen Cloud Optimized, Cloud Native. Und das ist halt im Grunde genommen ein grundlegender Entwicklungsansatz, wie ich Anwendungen für meinen, ich sage jetzt mal, alltäglichen oder meine geschäftsrelevanten Bereiche gestalte, um auch eben die Vorteile einer Cloud optimal mit meinen Workloads und meinen Aufgaben zu harmonisieren. Dominik, wo ist denn der Unterschied zwischen Cloud Ready, Cloud Optimized und Cloud Native? Also, um das sich vielleicht mal so ein bisschen vorzustellen, wenn ich eine App entwickelt habe, die noch, sagen wir mal, sehr hausbacken, zu Hause on-premise passiert ist, für mein Unternehmen, das ist eine Software, die aufgrund ihrer Beschaffenheit darauf ausgelegt ist, auf dieser physikalischen Maschine, die bei uns jetzt im Büro, sagen wir mal, steht, zu funktionieren. Mit einer festen IP, die hat man damals eingekauft, etc. Jetzt möchte ich die gerne in die Cloud verlagern. Dann kann es so eine triviale Sache sein, wie ich habe eine neue IP und plötzlich ist die Anwendung damit überhaupt nicht mehr kompatibel oder hat anderen Resource Pool. Das heißt, man könnte jetzt die Anwendung irgendwie anpassen, dass man der im Nachhinein beibringt, dass sie doch auch in der Lage ist, irgendwie sich damit anzufreunden, jetzt nicht mehr bei mir im Keller, sondern in einem Rechenzentrum zu stehen. Dann ist sie zumindest enabled. Das heißt, es ist irgendwie schon möglich, das jetzt da zu betreiben, wenn auch nicht unbedingt optimal. Wenn ich aber von vornherein ja weiß, dass ich eh nicht vorhabe, langfristig in meinem eigenen Keller zu bleiben, dann kann ich mir allein solche Implementierungen, die ich in dem Fall hatte, in dem Fall der statischen IP, kann ich von vornherein sagen, ich gestalte alle diese Punkte innerhalb meiner App modular und offen. Dass ich also jederzeit im Nachhinein meine App mit ganz wenigen, sag mal, Feinjustierungen auf die jeweilige Umgebung anpassen kann. Und damit ist sie plötzlich native, weil sich meine Anwendung völlig nativ in allen ihren Cloud-Bereichen bewegen kann, weil im Grunde genommen sie kommunikativ für all diese verschiedenen Umgebungen offen ist und nicht sagt, nee, ich bin aber dazu geschaffen, hier auf diesem 386er bis in alle Ewigkeit zu laufen, sondern einfach zu sagen, nee, gib mir einen Resource-Pool und die Verbindung und ich arbeite für dich. Ja, okay. Das wäre true native. Ganz kurz, hoffe, muss eine Applikation, um das mal andersrum zu sagen, muss eine Applikation zwingend Cloud-Native sein, um im Cloud-Umfeld arbeiten zu können? Auf gar keinen Fall. Cloud-Enabled ist auf jeden Fall schon mal ein erster, wichtiger und richtiger Schritt, weil wir damit ja zunächst einmal den wichtigsten Vorteil erreichen wollen,
Wir wollen die Stabilität und die Zuverlässigkeit unserer Anwendung, wie auch die Skalierbarkeit von der eigenen und der dedizierten Hardware erstmal loslösen. Dass also im schlimmsten Falle, um bei dem, das Gerät steht bei mir im Keller, Beispiel zu sein, dass ein Stromausfall bei mir zu Hause nicht zu irgendeinem geschäftskritischen Schaden führt, weil halt im Grunde genommen alles, was relevant ist, schon in einem Cloud-Umfeld untergebracht wurde. Das heißt also, der erste Schritt ist erfolgreich geschafft, wenn ich es geschafft habe, meinen ganzen Anwendungsbereich von der zugrunde liegenden Hardware zu lösen. Dann bin ich schon mal Cloud-enabled. Dann kann ich in die Cloud gehen. Wenn ich mir jetzt hier diesen Technologie-Stack angucke, ich gebe zu, ich habe sicherlich gegenüber dem einen oder anderen draußen in der Welt einen kleinen Wissensvorteil. Ich weiß, wozu diese Technologien dienen. Aber beispielsweise Kubernetes ist ja im Moment in aller Munde, genauso wie Docker. Kann ich easy peasy einfach meine Applikation as is auf Docker und Kubernetes rüberbringen und damit quasi, weiß ich nicht, die ganzen großartigen Vorteile, die ich in einem Cloud-Umfeld habe. Wobei, by the way, um das auch ganz klar zu sagen, Cloud heißt nicht zwingend, das wird Dom nicht gerne hören, aber heißt nicht zwingend Public Cloud, heißt nicht zwingend, dass ich dafür an OVH Geld bezahlen muss, sondern Cloud ist erstmal eine Art und Weise, wie ich meine Applikationen betreibe, wie ich meine Infrastruktur betreibe. Das kann ich auch private machen. Nur um das grundsätzlich klarzustellen. Also wenn wir über Cloud jetzt gerade reden, heißt das nicht zwingend in einer OVH-Cloud, kann es aber heißen. Also, um das auch ganz klar zu sagen. Aber nochmal zurück zu, wir haben jetzt hier so einen Satz an Technologien und die sind ja ganz stark mit Cloud assoziiert. Kubernetes, Docker. Und jetzt habe ich meine Applikation, meine Zeiterfassung, mein Jira oder sonst irgendwas. Kann ich das da einfach reinschmeißen und dann skaliert die Applikation? Das Wort hast du ja gerade auch schon benutzt. Und bin ich glücklich oder hänge ich dann einem Irrglauben nach? Es ist immer so ein bisschen schwierig, das so pauschal zu beantworten. Grundsätzlich kann das funktionieren, wenn natürlich die Anwender, also es kommt einfach so ein bisschen auf den eigenen technischen Ansatz an. Also um jetzt einfach aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, wir sind ein Infrastrukturanbieter in erster Instanz. Das heißt, die Anwendungsentwicklung und das sozusagen native Gestalten von Anwendungen für ein bestimmtes Umfeld, jetzt eine Containerlandschaft wie Docker oder Kubernetes, oder ob ich das einfach jetzt in einem KVM OpenStack irgendwo in Instanzen Public Cloud-mäßig basiert laufen habe. Da gibt es sicherlich und bestimmte liebe Teilnehmer, Anpassungen. Wenn Sie wissen wollen, was diese ganzen Technologien bedeuten, kommen Sie nächste Woche wieder. Dann machen wir nämlich das große Cloud-Begriffe-Bingo. Ja, ich möchte mich halt im Grunde jetzt auch nicht sagen, ja, das geht ganz einfach, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn ich eine Anwendung halt habe, wo ich jetzt zum Beispiel fand das eine schöne Idee mit so einem Ticketsystem, wo man sagen kann, okay, das ist etwas, am Anfang ist das vielleicht klein, dann wächst das Unternehmen, man kriegt vielleicht, sagen wir mal, so einen Support-Fall, man hat mehr Support-Mitarbeiter, mehr virtuelle Arbeitsplätze etc., das Ganze blüht immer weiter auf, dann ist zum Beispiel eine Containerlandschaft ihrer Architektur nach unheimlich gut dazu geeignet, so eben gleichförmige Arbeitscontainer für die einzelnen Support-Bereiche halt zu deployen, nämlich sogenannte Microservices. Als ob wir uns abgestimmt hätten, oder? Ja, ich bin ganz begeistert. Wobei, ganz kurz, bevor du da einsteigst, ich wollte, du hattest diese schöne Pyramide gezeigt mit dem Mindset, im Grunde genommen dem Approach und dem Design. Und dann diese 95% dagegen gehalten. Ich glaube, dass die 5%, die das richtig gemacht haben und sich nicht ärgern, dass es plötzlich zu teuer geworden ist, sind auch in diesem kleinen Dreieck des Mindsets verankert. Denn wenn absolut, man das mal so, absolut, mal so vergleicht, da passiert nämlich ganz viel, um einfach vielleicht mal nur ein ganz kleines Beispiel für Mindset zu geben. Es beginnt damit, dass man sich sehr genau Gedanken darüber macht, was benutze ich in der IT? Wie sieht meine Infra eigentlich aus? Und um mal ein Beispiel für Storage zu geben, Storage ist einfach nur zunächst mal Speicher, der in der Cloud irgendwo passiert. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Fahrradkeller oder mit einem Kellerraum. Der eine kostet mich jeden Monat 20 Euro Miete, der andere nur 2 Euro. Dafür verlangt der eine aber, jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, 1 Euro von mir und der andere nicht. So, und das ist natürlich die Frage, was lagere ich da? Ist das mein Fahrrad, wo ich zweimal am Tag ran muss? Ja, so, dann habe ich natürlich ganz schnell ein völlig anderes Kostenmodell, als wenn das die Weihnachtsdeko ist, ja, wo ich dann einfach nur zweimal im Jahr ran bin. Einmal ran, Baum auftakeln, danach wieder ran, Baum abtakeln und dann habe ich meine Ruhe. Und das wären zum Beispiel eben so Sachen, die im Mindset schon entschieden werden, sich Gedanken zu machen, wie sind diese individuellen Anforderungsprofile. Ja, ja. Und dann kann ich das in diese Microservices runterbrechen. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf.
Also ich will jetzt hier auf diese Folie auch gar nicht weiter intensiv eingehen. Mir geht es darum, wer so ein bisschen mit Software sich auskennt, sieht, dass so eine Applikation, wenn sie ernsthaft Cloud-Native sein soll, potenziell anders aussieht als eine klassische, vergleichsweise monolithische Applikation. Wir wollen ja aber nicht zu tief an die Stelle reingehen, was dazugehört, um eben wirklich auf der Technikseite die Vorteile zu heben langfristig, ist tatsächlich zu überlegen, irgendwann aus dieser traditionellen Schiene so ein bisschen rauszugehen und zu sagen, okay, bisher habe ich meine Workloads traditionell in beispielsweise Java Application Containern, WebSphere oder was auch immer bereitgestellt. Das kann ich ja wunderbar in Cloud-Umfeld bringen. Das ist Lift and Shift. Ich baue mir eine VM, packe die da rein, lass sie laufen. Ich bin in der Cloud. Damit spare ich aber im Grunde im Vergleich zu dem, was ich in der Vergangenheit hatte, vielleicht 5% Infrastrukturkosten ein. Weil tatsächlich, und da bin ich auch komplett bei Dom, in diesem Umfeld deutlich mehr reingehört. Es ist ein super Start und manchmal spare ich auch 10% oder 20% Infrastrukturkosten ein. Das kann man sich aufbereiten und sich ausrechnen, wie man das braucht. Aber um wirklich Cloud als Strategie zu betreiben, gehört mehr dazu, als eben einfach nur die Technik darüber zu bringen. Also Dominik hat schon angedeutet, wir haben es mit anderen Infrastrukturen zu tun, wir haben es mit anderem Applikationsaufbau zu tun, wir haben es auch mit anderen Fragestellungen zu tun. Wir werden das jetzt auch gleich ein Stückchen weitergehen. Eine Bitte noch an die Teilnehmer, wenn sie Fragen haben, einfach in den Chat rein. Wir haben auch eine Q&A-Section. Da können Sie auch einfach reinfragen. Das können wir nachher dann noch besprechen. Also da auch keine Sorgen haben an der Stelle, dass vielleicht Sie nicht dazukommen, Ihre Frage zu stellen. Es kann sein, dass wir dafür die Zeit nicht mehr haben am Ende. Wir beantworten es dann eben das nächste Mal. Wir finden da eine Möglichkeit, wir kriegen das hin. Also wichtig an der Stelle, und ich möchte hier an der Stelle nicht das Thema Cloud per se in dem Sinne abbrechen. Wir reden ja über Cloud als Technologie, als Strategie. Aber das ist für mich wichtiger an der Stelle und auch für Dominik, der ist ja nun wirklich noch deutlich tiefer in der Technik-Cloud drin, als ich es bin, ist tatsächlich, dass wir sagen, Technologie, es ist nur ein Bestandteil dieses Erfolgskriteriums oder der Erfolgskriterien, wenn man im Cloud-Umfeld damit arbeiten kann. Wir haben jetzt hier gerade eine Frage, ob eine Rechteverwaltung über das AD, das Active Directory, möglich ist im Cloud-Umfeld. Dominik, kannst du dazu was sagen, spontan? Ja, also um da jetzt ins Detail einzusteigen, wie das genau aussieht, würde ich ja den Rahmen definitiv sprengen. Aber grundsätzlich ja, man kann auch Rechteverwaltung über Active Directories möglich machen, also auch im Cloud-Umfeld realisieren. Solche Sachen müsste man wirklich in einen komplett separaten Thread tragen, weil da müsste ich jetzt das ganze Programm erstmal abkabeln. Was haben wir für eine Plattform? Was steckt dahinter? Wie ist es derzeit geregelt? Aber grundsätzlich ja, es ist möglich. Kann man gerne an anderer Stelle vertiefen. Gut. Ruhig, wie gesagt, weiter Fragen stellen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir dazu in der Sekunde kommen. Wir haben hier schon eine Frage, die gerade eben auch im Frage- und Antwortbereich gestellt worden ist. Kommen wir nachher drauf. Wir gehen erstmal noch ein ganz kleines bisschen weiter in dem, was wir machen. Wir hatten ja gerade die Technologie. Ja? Und wir haben ja diese Pyramide gesehen gehabt. Die nächste Ebene, wenn wir das wirklich strategisch betrachten, ist ja eine etwas andere Ebene. Da geht es ja dann eher um Herangehensweisen. Und das ist so ein bisschen auch die Richtung, die du schon angedeutet hast. Ich traue mich ja ehrlich gesagt gar nicht, diese Grafik anzuzeigen, weil es ist ja fast schon eine Beleidigung, das Wort DevOps überhaupt zu benutzen. Das war vor 15 Jahren mal anders. Im Grunde geht es ja darum, wenn wir im Cloud-Umfeld arbeiten wollen und vielleicht auch den Scope erklärt, warum wir diese Grafik jetzt hier zum Beispiel zeigen. Wir haben im Cloud-Umfeld ein Umfeld, das im Grunde beliebig skalieren kann, beliebig ist auch mit Anführungszeichen zu sehen, aber sehr, sehr weitreichend skalieren kann. Wir haben im Cloud-Umfeld ein Umfeld, in dem wir im Zweifelsfall aber nicht nur unsere Workloads skalieren, sondern zum Beispiel auch unsere Sicherheitsrisiken. Und wir skalieren im Zweifelsfall auch nicht nur unsere Sicherheitsrisiken, sondern unsere Kosten. Und wir skalieren letztlich alle unsere Probleme, wenn wir nicht irgendwas ändern, in einem Cloud-Umfeld noch deutlich stärker aus, als wir das in unserem klassischen, limitierten Data-Center-Umfeld haben. Das heißt, ein ganz wesentlicher Ansatz in diesem Umfeld, um tatsächlich erfolgreich, langfristig erfolgreich dort
unterwegs zu sein, besteht darin, dass wir bestimmte Arten von Zusammenarbeitsmodellen und Prozessen mit etablieren. Sowas wie eben DevOps oder GitOps. Ich sage ganz kurz mal was ich per se von DevOps halte. Achtung, jetzt kommt der vernichtende Teil dieses Webinars. Wenn DevOps nicht richtig gelebt ist, dann ist es eine komplette Verschwendung. Also ich weiß, dass viele DevOps verstehen als, ich setze einen Entwickler und einen Opsler an den Tisch. Dominik, weißt du, was passiert, wenn du einen Entwickler und einen Opsler an den Tisch setzt? Man bekommt eine Lösung, aber sie passt selten zum Problem. Ach, das ist ja schon das Beste. lass es mich so ausdrücken, man hat im Normalfall einen Dev und einen Opsler am Tisch sitzen. Die reden nämlich nicht miteinander. Im Zweifelsfall mögen die sich nicht. Oder, was Dominik eben sagte, man bekommt eine Lösung raus, die einem am Ende des Tages nicht weiterhilft. DevOps, damit es vernünftig funktioniert, ist ein Zusammenarbeitsmodell und kein ich setze jemanden hin. Und es ist auch kein Technologiethema, muss man auch ganz klar sagen. Es ist ein Zusammenarbeitsmodell. Wir versuchen nämlich, um den Herausforderungen in einem Cloud-Umfeld mehr Herr zu werden, die Entwicklung und den Betrieb wesentlich zeitiger und wesentlich enger miteinander zu verzahnen. Aus deiner Sicht nochmal, Dominik, du hast ja auch gesagt, es kommt im Zweifelsfall was raus, was man gar nicht will. Wie ist denn DevOps richtig zu denken? Also in einem guten Umfeld, es geht ja letztendlich darum, dass die eine Seite da in ihrer Entwicklung versucht, ein gestelltes Problem zu lösen. Also sagen wir jetzt nur die Lauffähigkeit einer Anwendung. Und das natürlich auch irgendwo dann wieder von Operations zu Schwierigkeiten oder zu Skalierungsschmerzen, wie auch immer, halt führt. Und in einem optimalen Zustand, oder sagen wir, wenn das wirklich gelebt wird, dann ist da halt eben eine engmaschige Kommunikation, auch einander immer wieder das Feedback zu geben, welchen Einfluss hat eine angepasste Veränderung. Und teilweise, gerade weil wir uns im Cloud-Umfeld bewegen und die Abhängigkeiten da manchmal sehr überraschend sein können, ist es auch da wichtig, eben so einen kurzen Feedback-Loop einfach zu leben. Denn, sagen wir mal so, wenn man das vorher zu Hause auf der eigenen Maschine macht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Ding irgendwann heiß läuft oder einfach die Biege macht. Wenn ich aber in einer Cloud arbeite, wo unter Umständen ja auch ein skalierendes Kostenmodell mit dran liegt und man hat irgendwo einen falschen Befehl ausgeführt, der dann plötzlich anfängt, einfach sinnlos Ressourcen zu blockieren und einzukaufen, dann kann man auch immer ganz schnell ganz viel Kosten haben. Und das passiert dann meistens auf der Dev-Seite. Und Ops muss das ausgleichen, wenn man dazwischen zu viel Zeit verliert. Und da ist halt dieser Schulterschluss so wichtig, dass man miteinander diese Abhängigkeiten bespricht und sagt, okay, wir brauchen da mehr, aber wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht plötzlich auf Cloud-Ebene anfangen, so ein bisschen ein wildes Pferd gehen zu lassen. Da sind wir auch ganz schnell bei diesem DevSecOps-Thema. Ich glaube, ich starte wirklich gleich den Bingo-Zähler, wo dann eben Security auch noch mit entsprechend involviert ist. Was für mich an der Stelle immer ganz wichtig ist, wenn ich von oben so ein bisschen drauf gucke, ist eben tatsächlich der Aspekt, dass ich sage, dieses über den Zaun werfen muss aufhören. Was wir ganz häufig haben, und dieses Blame-Game. Ich bin von meiner Herkunft her jemand, der aus der Entwicklung kommt. Ich kann wunderbar blamen. Das ist überhaupt kein Thema. Meine Software läuft bei mir und der Betrieb ist eben einfach unfähig. Und genauso kann es der Betrieb genauso machen. Die Entwickler haben uns ja einfach gegeben, die haben ja nicht gesagt. Long story short, das ganze Thema ist an der Stelle, es funktioniert schon in einem klassischen Datacenter nicht und es funktioniert erst recht nicht in einem Cloud-Umfeld. Wir müssen da eine andere Kommunikation haben. Was wir ebenfalls brauchen, ist das Verbot von Handarbeit. Wir müssen automatisieren. Ich habe gerade schon mal den Begriff GitOps angesprochen. GitOps ist ja im Grunde die komplette Versionierung von allen Infrastrukturen, die ich habe, von allem, was ich mache. Und das geht halt nur, wenn ich automatisiere. Wenn ich also nicht von Hand das Ganze irgendwo rausziehe und dann von Hand irgendwie mit dem goldenen SSH-Client irgendwo zusammenstelle und dann fröhlich meinen Server noch pflege und ihm guten Morgen und guten Abend sage, das muss weg. Also Automatisierung in einem Cloud-Umfeld ist komplett King, von vorne bis hinten. Man kann es nicht anders ausdrücken. Wie sieht denn das eigentlich aus, Dominik, in so einem Cloud-Umfeld? Kann ich da einfach automatisieren oder muss ich jetzt irgendwie anfangen, weiß ich nicht, mir irgendwas einfallen zu lassen? Also ja, du kannst automatisieren. Es gäbe da natürlich auch sogenannte Orchestrationstools, die einem da sehr bei helfen. Also man kann zum einen das Ganze, also jetzt in unserem Falle und bestimmt auch bei vielen anderen Anbietern, also das magische Wort dafür ist die API, also das Application Interface oder /API. Darüber kann man direkte Befehle
im Grunde genommen seine Cloud oder seine Anwendung halt schicken. Das geht aber auch also in eine Richtung von, genau, was benötige ich an Ressourcen etc. Damit kann man auch handschriftlich genau klar machen, wie mein Container aussehen soll. Geht aber auch eleganter und da haben wir auch schon die ersten schönen Beispiele. Es gibt sogenannte Orchestrierungshilfen oder Tools, wie zum Beispiel ein Jenkins. Und dann kann man auch einem Jenkins einfach sagen, du pass auf, ich habe hier so ein paar Container, die habe ich jetzt mir im Grunde genommen in ihrer Konstruktion für bestimmte Anwendungen zusammen entweder gebaut oder geben lassen. Und der Jenkins übernimmt dann die Aufgabe der Orchestrierung. Also schickt im Grunde genommen ja, meine Container über seine Plattform dann in eine dahinterliegende Cloud-Infrastruktur, die dann das Ganze anfängt zu betreiben. Ich habe hier eine Frage, die ich gerne beantworten möchte. Und zwar, oder die ich möchte, dass wir sie ganz gerne beantworten an dieser Stelle. Und zwar, ob es denn eine Empfehlung gibt für die Nutzung der Cloud, sprich, dass neue Services und Applikationen direkt in der Cloud aufgebaut werden, bevor oder statt dass man bestehende Sachen migriert. Also es gibt ja zwei Richtungen, wie diese Frage zu interpretieren ist. Zum einen wäre ja so ein Hybridansatz. Ich baue neue Sachen außenrum in der Cloud und habe mein altes Datacenter mit meinen alten Infrastrukturen noch stehen und kommuniziere dahin. Oder ich sage eben, naja, ich habe meinen Ist-Stand, den migriere ich aber gar nicht erst, sondern baue alles neu. Lass uns ganz kurz eine Minute investieren, um da quasi Gerne. beide Varianten mal ganz kurz zu besprechen. Willst du was dazu sagen? Ja, gern. Also, es ist auch klar, es tut mir leid, dass ich immer wieder mit es kommt drauf an, antworten muss, aber es ist halt tatsächlich ein bisschen anwendungsabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt etwas aufgesetzt habe, was im Grunde genommen, wo ich selber für mich jetzt merke, die Anwendung hat ein gewisses, sagen wir, End of Life erreicht. Das heißt, da stehen eh entwicklungstechnisch auch vielleicht größere Schritte an. Dann wäre das natürlich, sage ich mal, ein absolut perfekter Moment, dann zu sagen, es macht total Sinn, wenn ich eh eine größere Umstrukturierung halt habe, den Cut auch zu nutzen, um damit auch gleich eine Cloud-Anpassung vorzunehmen. Das wäre dann in dem Falle tatsächlich im Grunde wahrscheinlich ungünstiger, an dem Alten noch unnötig lange festzuhalten, um dann wieder den Wachstumsschmerz und den Also Adaptionsschmerz mit gar der nicht Cloud erst ein zu Lift haben. und Shift zu machen, sondern dann dort für zumindest die Teile der Applikation, von denen ich denke, ich will sie jetzt ablösen, vielleicht ja auch wieder nicht alles, aber dann dort einen Schnitt zu machen und zu sagen, die baue ich neu auf, die programmiere ich vielleicht auch neu oder kaufe sie neu ein oder setze sie anders auf. Genau, wenn man jetzt aber natürlich so wirklich komplett etwas neu entwickelt, dann macht das Sinn, sich vielleicht dann, man kann ja auch auf lokalen Ressourcen schon mal Cloud-nativ oder Cloud-enabled entwickeln, aber dann macht es auf jeden Fall Sinn, jede Neuentwicklung Cloud-kompatibel zu gestalten. Weil langfristig kann ja auch eine Cloud-kompatible Anwendung auf lokalen Ressourcen zum Tragen kommen. Aber Das geht es gibt mir wunderbar, mehr. muss man ganz klar sagen. Also der Kubernetes läuft ja genauso auch bei mir lokal, Stichwort Minikube. Ich kann ihn aber auch in meinem lokalen Rechenzentrum betreiben, wenn ich genügend Infrastrukturen da stehen habe. Da brauche ich vielleicht einen sinnvollen Aufbau, der dann eben irgendwie genügend Master- und Worker-Nodes zur Verfügung stellt. Aber das ist ja abbildbar. Da bin ich ja Genau. quasi auch nicht schlechter gestellt, als ich es jetzt in einem Public-Cloud-Umfeld wäre. Was mich jetzt aber nochmal zu einer Frage führt, die wir vorher gar nicht besprochen haben. Warum möchte ich denn eigentlich in ein Public-Cloud-Umfeld gehen, statt in meinem Datacenter zu bleiben? Ja, also die Public Cloud hat halt den großen Vorteil. Im Wesentlichen ist halt tatsächlich die Stärke dieser extremen Skalierbarkeit. Das heißt, in der Public Cloud kann ich oft, auch je nach Anbieter, in Minuten- oder Stundentakt mir einzelne Ressourcen halt holen, die dann aber auch genauso schnell wieder abgeworfen werden können. Das heißt, gerade für auch Projekte, die sehr schnell mal sehr groß und auch vielleicht wieder sehr klein werden sollen oder einfach sich umlagern, ist eine Public Cloud etwas, wo ich halt wirklich mir sehr, sehr wenig Verbindlichkeiten, also sehr wenig Fixkosten für den benötigten Workload im Grunde genommen an auflaste. Fiese Frage, muss ich in eine Public Cloud gehen? Also fiese Nein. Frage für dich. Nein, es gibt andere. Also es gibt, ich würde auch sagen, nicht jede Anwendung ist in der Public Cloud am besten aufgehoben. Also da gibt es auch andere Varianten. Es gibt Hybrid Clouds, es gibt Multicloud Environments, es gibt eben auch Private Clouds. Da hatten wir letzte Woche schon mal so ein paar Sachen Ja, zugesagt. ja. Deshalb auch das. Was du gerade gesagt hast, ich kann ja schon mal irgendwo anfangen, führt mich zu einem Thema, was wir schon in diesem Mindset-Bereich eigentlich verorten können. Wenn wir jetzt schon gesagt haben, wir wollen, also man muss potenziell vielleicht überlegen, dass man Infrastrukturen anders denkt. Ja, wir haben gesagt, man muss sie automatisieren. Wir haben auch gesagt, wir müssen eine andere Kommunikation, Development und Ops und vielleicht Security und andere Stakeholder damit einführen.
dann müssen wir doch aber eigentlich auch, und es tut mir wirklich leid, dieses Schimpfwort hier mit hochzubringen, über sowas wie Agilität reden. Aus meiner Sicht, und da korrigiere mich bitte wieder, wenn das eine falsche Wahrnehmung ist, funktioniert natürlich Agilität völlig problemlos auch ohne Cloud-Umfeld, hat auch erstmal gar nichts direkt mit einer Cloud-Strategie zu tun, aber kommt speziell in einem Cloud-Umfeld, egal ob Private oder Public Cloud, extrem gut zum Tragen. Nämlich bezogen auf, was du eben auch gerade schon erwähnt hast, dieses Thema und diesen Aspekt, dass man sagt, ich bezahle nur das, was ich brauche, ich stelle mir Sachen bereit, wenn ich sie brauche, ich kann also schnell reagieren, ich kann definiert reagieren und wenn ich es nicht mehr brauche, nehme ich es auch wieder weg. Wie ist dein Blick da drauf? Also ich finde im Grunde genommen, das ergänzt sich ja halt, also da treffen im Grunde genommen die Stärken zueinander. Wir hatten ja das Beispiel mit DevOps, wo immer wieder dasselbe Thema kam, enge Feedback-Schleifen. Jetzt haben wir das Thema Agilität, was gerade auch zu einer Public Cloud passt. Wenn ich entwickle und etwas an dem Profil verändere, dann wird es sich in den Ressourcenbedarf vielleicht wieder anders widerspiegeln. Auch da brauche ich wieder eine enge Feedback-Schleife. Und wenn man sich auch überlegt, wie agile Entwicklungsprozesse passieren, da sage ich jetzt mal so Stichworte wie, um auch mal ein paar Schlagworte reinzubringen, ein Scrum, ein Kanban, die ja auch immer wieder in diesen engen Feedback-Schleifen die Rückmeldung suchen. Und da haben wir es ja schon. Den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und letztendlich ist es ja das, womit wir auch unsere Cloud in der Größe passend zu unserem immer gegebenen Profil halten. Ja, sehe ich ganz genauso. Also das ist das Wesentliche. Wir haben hier gerade eine Frage gehabt, über die wir gerade drüber stolpern. Um diesen Punkt nochmal aufzugreifen. Wir beantworten die Frage noch. Kommen wir gleich drauf. Aber erstmal nochmal zurück ganz kurz zu dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Agilität und Iteration sind Sachen, die grundsätzlich erstmal gar nichts mit Cloud zu tun haben. Einerseits. Und andererseits aber gerade in einem Cloud-Umfeld extrem zum Tragen kommen. Ja, weil, und das ist etwas, was ich auch gerne mal betonen möchte, wie gesagt, ich werde nicht in der Lage sein, mit einem Knall meine alte Applikation mal eben schnell neu aufzusetzen. Klar, ich kann sie einfach rüberbringen, Lift and Shift, das funktioniert. Aber wenn ich wirklich die Vorteile nutzen möchte, wenn ich als Kunde auch eine Ersparnis haben möchte, dann muss ich meine Prozesse umstellen, dann muss ich meine Vorgehensweise umstellen, dann muss ich kleine Schritte machen. Da muss ich aufsetzen, ausprobieren, lernen, anpassen. Also auch wirklich diese Endlosschleife, die wir hier sehen. Plan, Build, Test, Release, Deploy, Operate und dann wieder von vorne. Immer wieder durchlaufen. Das muss nicht zwingend sowas wie ein Scrum-Prozess sein oder sowas wie ein Kanban-Prozess. Es geht erstmal um eine Einstellung. Deswegen sagen wir auch Mindset und nicht um einen konkreten Prozess an der Stelle. Was aber dazu kommt, ist noch ein weiterer Aspekt. Und da kann ich nur den Finger heben und davor warnen, das zu unterschätzen. Wenn ich im Cloud-Umfeld unterwegs bin, dann brauche ich angepasste Prozesse und vor allen Dingen eine angepasste Governance. Das fängt an mit der Fragestellung, wie und auf welche Art und Weise werden Ressourcen zur Verfügung gestellt. Cloud ist ja ganz stark darauf basierend, dass ich auch eine Art Self-Service-Funktionalität habe und dass ich an der Stelle auch ganz extrem quasi jeden in die Lage versetze, was zu machen, mit Rechten und Berechtigungen zwar, aber dass man im Grunde selber sich so eine Ressourcen bereitstellen kann und so weiter und so fort. Nur dann kommt ganz schnell die Frage, erstens, wer darf was, wie kann ich es machen und wie schaffe ich auch eine Kostentransparenz an der Stelle? Das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte. Ohne die darf ich eigentlich gar nicht loslaufen. Obwohl natürlich die OVH sagen würde, macht ruhig, gar kein Thema, oder? Nein, ich denke mal, ein Punkt, den du damit auch angesprochen hast, das hatten wir in der letzten Woche auch ein bisschen genauer nochmal erläutert. Ein wichtiger Punkt, den man sich bei der Cloud immer wieder auch vor Augen führen muss, ist nicht nur die Automatisierung, oder beziehungsweise ja, es ist eine Automatisierung, aber damit eine Automatisierung funktioniert, brauchen wir auch immer wieder Standards. Das heißt im Grunde genommen, dieser absolute Zwang zu bestimmten Standards, auch wenn ich eine individuelle Lösung benötige oder ein individuelles Problem habe aufgrund meiner individuellen Firma, muss ich aber immer davon ausgehen, dass ich versuchen werde, am langen Ende mit gewissen Standards, in denen diese Cloud halt eben arbeitet, und das sind eben Prozesse, das sind Governments, das sind Richtlinien, das sind auch immer wieder ganz, ganz wichtige Themen, auch Sachen so wie die Cloud and Freedom Act, was auch eben Datenhoheit, Datenschutz etc. anbelangt, da gibt es eine ganze Menge Fallstricke und das muss einem halt sozusagen auch mal an der Stelle noch wieder im Grunde bewusst sein, dass solche Entscheidungen
im Grunde genommen auch nötig sind. Und vielleicht auch um so ein klein bisschen die Frage aufzugreifen, die genannt wurde, wie kann das aussehen, wenn man nach 30 Jahren so in die Cloud gehen möchte? Wirklich erstmal Bestandsaufnahme. Im Grunde genommen vertrauensvollen Ansprechpartner suchen aus dem IT-Bereich. Ja, das ist im Grunde genommen auch Teil meiner Aufgabe, mir sowas anzuhören. Das kann man jetzt auf gar keinen Fall im Rahmen von einem Webinar machen. Und dann erstmal zu so schauen, wie ist denn mein Status quo? Wobei wir da ja auch was geplant haben noch. Also in dieser Webinarreihe haben wir auch ein Webinar, was in 2, 3, 4 Wochen kommt, zum Thema Cloud-Migration direkt, wo es wirklich darum geht, welche Einzelschritte sind grundsätzlich empfehlenswert. Das ist auch genau, bitte, dass man dann nochmal so ein paar Punkte. Man darf es nicht falsch verstehen, als das ist jetzt quasi für mein Unternehmen die Schnippschnapplösung. Das sind Best Practices, das sind Blaupausen. Was der Dominik gerade schon angedeutet hat, ist extrem wichtig. Auch was wir hier in dem Kommentar von dem einen Teilnehmer auch nochmal sehen, ist ganz wichtig. Wir brauchen, wenn wir in die Cloud migrieren wollen, gerade wenn es eben nicht nur ein Spielplatz sein soll, brauchen wir eine Planung. Wir brauchen eine Idee, was wir machen wollen. Sonst passiert nämlich eins, und ich bin selber Techie. Wenn man mir ein Spielzeug in die Hand gibt, Dominik, wenn du mir die Zugangsdaten für meinen OVH-Account zuschickst, dann wird eins passieren, ich werde anfangen zu spielen. Ich werde anfangen zu basteln. Ich werde einfach nur technische Lösungen bauen, die aber im Grunde nichts, gar nichts und überhaupt nichts mit den Needs meines Unternehmens zu tun haben, sondern die einfach nur meinen Spieltrieb an der Stelle befriedigen. Und das ist großartig, bitte nicht falsch verstehen, weil das ist auch ein Lernen, das ist auch ein Enablement, aber das hilft mir als Unternehmen nicht weiter. Deswegen brauche ich Prozesse, ich brauche eine Governance, ich brauche eine Planung. Ich brauche auch eine Analyse, was ich da habe. Was lässt sich überhaupt migrieren? Was kann ich migrieren? Warum sollte ich überhaupt migrieren? Auch diese Fragestellung muss by the way erlaubt sein. Was will ich denn eigentlich erreichen? Und zwar komplett ohne Buzzword-Bingo und Bullshit-Bingo an der Stelle, sondern wirklich als konstruktive Fragestellung in den Raum gestellt, bevor ich überhaupt eigentlich den ersten richtigen Schritt mache. Wir werden das, wie gesagt, nochmal, weil es wirklich umfangreiches Thema ist, nochmal im Detail in einem zukünftigen Webcast, in einem zukünftigen Webinar besprechen, weil da gibt es wirklich verschiedene Aspekte daran. Aber der ganz wesentliche Punkt ist, wenn man wirklich ernsthaft in die Cloud gehen möchte, nicht in eine Kostenfalle reinlaufen möchte, nicht in eine Prozessfalle reinlaufen möchte, weil wir haben ja zum Beispiel gar nicht weiter darüber gesprochen, dafür werden wir auch die Zeit nicht mehr haben, wie das aussieht von wegen Security und Pipapo, auch da haben wir noch Themen vorbereitet, dann muss ich mir einen Plan machen. Dann kann ich nicht einfach loslaufen. Ja, und das ist halt ganz, ganz wesentlich an der Stelle. Ich fand es auch nochmal sehr schön, den Kommentar, der hier gegeben wurde, bezüglich Mindset und etablierten Prozessen. Lies also ruhig vor, weil die später genau, kann ich nicht mehr lesen. Mindset und etablierte Prozesse, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Unternehmen, die sich an etablierten Prozessen und Richtlinien festhalten und diese auch auf neue Paradigmen drauf, um diese auch auf neue Paradigmen draufzustülpen. Ich gehe das jetzt nicht im Detail halt runter, aber das ist halt auch genau der Punkt. Greift auch vielleicht ein bisschen so unseren Ansatz auf, dass wir sagen, Cloud-Entwicklung und Bewegung in die Cloud ist im ersten Moment eine Mindset-Entscheidung. Und, ja. So, und die sich dann über wirklich sämtliche Bereiche, die da, also sämtliche technischen Bereiche dann runterbricht und letztendlich über alle verteilt und auch im langen Ende vielleicht zu ganz neuen Denkansätzen auch in, ich sag jetzt mal, in vielen Unternehmenbereichen führt, nicht nur da, auf einer Techie-Seite. Da will ich nochmal ganz kurz einhaken, weil für mich ein ganz wesentlicher Aspekt ist tatsächlich auch das ganze Thema Enablement, Wissen. Cloud-Umfeld bedeutet ganz viele Sachen neu zu lernen, immer wieder zu hinterfragen, sich auch ständig neu zu entwickeln und tatsächlich das Thema Kultur und Mitnahme ist ganz extrem wichtig. Damit wir Cloud tatsächlich erfolgreich angehen können, können wir nicht einfach, was wir bisher gemacht haben, überstülpen, einerseits. Andererseits müssen wir uns aber auch nicht hinstellen und sagen, alles, was in der Vergangenheit passiert war, war schlecht. Natürlich nicht. Cloud ist auch Kochen mit Wasser. Es ist manchmal gefärbtes Wasser, manchmal heißes Wasser, manchmal ist es auch ganz viel Wasser. Aber ganz viele Ideen und Ansätze, die wir in der Vergangenheit hatten, die funktionieren hier natürlich auch. Die Kunst besteht aber genau darin, sich auch die Zeit zu nehmen, sich die Ruhe zu nehmen und sich die Planung zu nehmen, um zu überlegen, was funktioniert denn eigentlich? Was kann ich denn rüberbringen? Auch unter Aspekten Datenschutz, Sicherheit, Datenhoheit. Wie gehe ich mit den Infrastrukturen um? Wie skaliere ich? Und so weiter und so fort. Weil wenn ich es nicht mache, passiert nämlich eins. Ich werde eines Morgens mit einer E-Mail von meinem Cloud-Provider aufwachen, wo der mir freundlich mitteilt, dass in den letzten 3 Tagen etwa 150.000 Euro
an Schaden verursacht worden sind, weil irgendwer irgendwie im Cloud-Umfeld nicht richtig gedacht hat. Das ist keine Drohung, sondern das erleben wir viel zu häufig. Und ganz ehrlich, davor ist man vielleicht nicht 1000% gefeit, aber man kann sich ein Stückchen weit davor feien, indem man halt auch wirklich Leute mitnimmt, indem man sie enabled, indem man dafür sorgt, dass Ängste auch abgebaut werden. Ich könnte ja was kaputt machen. Oder mein Wissen gilt ja nichts mehr. Das stimmt nicht. Das war ja auch so ein bisschen das, was der Tino letzte Woche gewesen ist. Da haben wir auch gesagt, Cloud abseits des Hypes und vielleicht auch die eigene Cloud-Strategie und das eigene Cloud-Vorhaben eben nicht in so einem Hype-Modus zu durchdenken und einfach nur zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, dem aktuellen Hype hinterherrennen, wenn es jetzt gerade ein Kubernetes ist oder ein Docker oder was auch immer, sondern einfach unabhängig von dem Hype eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, mit den richtigen Leuten, den richtigen Experten sich einfach auch zusammensetzen. Ich meine, du hast auch sehr schön auch, Carsten, nochmal dieses DevOps-Beispiel. Du bist aus der Dev-Richtung, ich halt aus der Ops-Richtung. Ich bin auf jeden Fall ganz klar, Infrastruktur und Resource-Pools ist mein Zuhause. Ja. Was die Pixel-Schubsen machen, interessiert mich meistens nicht. Ja, also da sind so... Ich habe mir sagen lassen, dass es auch mehr Softwareentwicklung als nur Pixel-Schubsen gibt. Es gibt auch richtige Softwareentwicklung. Natürlich, aber letztendlich, da sieht man ja auch, da sind wir ja im Grunde auch genau diese eigentlich getrennten Welten, die jetzt aber hier im Grunde gemeinsam sagen, wir müssen zusammen den Leuten versuchen, mal so ein bisschen mehr Transparenz da reinzugeben. Was bedeutet das für die eine und die andere Seite? Ich habe eine letzte Frage. Hau rein. Wir haben diesen Webcast oder dieses Webinar ja Cloud als Strategie genannt. Gibt es sowas wie die richtige, übergreifende, ultimativ gültige Cloud-Strategie, die ich jetzt einfach von dir verlange, indem du, wo ich dich jetzt angucke und sage, Dom, was ist die Cloud-Strategie, die ich haben möchte? Gibt es das? Pauschal? Der Wille zur Cloud. Das ist, glaube ich, genau das Entscheidende. Wenn man das will und dann alles andere danach kommt komplett auf denjenigen an. Aber wenn man dir sagt, ich will dahin, so, dann kann ich die Entscheidung nur begrüßen und die Wege sind vielfältig. Ja, ja. Das heißt, am Ende des Tages, das ist eine gute wie auch vielleicht schlechte Nachricht, je nachdem, wo man steht. Es gibt jetzt nicht die Cloud-Strategie. Es gibt nur eine Entscheidung, eventuell in ein Cloud-Umfeld zu gehen, weil man Kosten sparen möchte, weil man Flexibilitäten haben möchte und sowas. Wenn man das aber eben erreichen möchte, dann muss man leider auch in Kauf nehmen, dass Cloud sehr, sehr stark verändernd wirkt, wenn ich es richtig machen möchte. Es verändert mein Unternehmen, es verändert meine Herangehensweisen, es verändert die Interaktion zwischen Leuten und ich muss Leute mitnehmen. Ich kann es nicht einfach beim Frühstück entscheiden und dann sagen, ab morgen machen wir Cloud, sondern ich muss ihnen erklären, was ist es, ich muss sie enablen, ich muss sie in die Lage versetzen, damit auch wirklich zu arbeiten. Weil ich ansonsten nehme, und das ist mein letzter Gedanke, eben tatsächlich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, nicht nur meine Ressourcen skaliere, sondern auch meine Kosten und meine Sicherheitsprobleme. Und das gilt es aus meiner Sicht, auch aus deiner Sicht, Dominik, halt unbedingt zu vermeiden. Lass uns hier einen Strich machen, weil wir machen nächste Woche auf jeden Fall weiter. Fragen an der Stelle, dann haben wir jetzt nochmal ganz kurz die Gelegenheit, einfach Fragen. Ansonsten den Dominik und mich und jeden, den es interessiert, einfach mal ansprechen, nächste Woche gerne auch wiederkommen. Nachher gibt es einen Videomitschnitt des Videos auf YouTube. Wir werden morgen ein kleines Highlights-Video bereitstellen, so 5 Minuten etwa, mit dem Best-of, was wir verbrochen haben. Nächste Woche um diese Zeit, also um 16.30 Uhr am Mittwoch, freuen wir uns darauf, Sie dann wieder begrüßen zu können zum großen Cloud-Begriffe-Bingo. Das heißt, tatsächlich mal ein bisschen dekonstruieren, was so typische Begriffe sind im Cloud-Umfeld. Wir haben das letzte Woche schon mal ein bisschen gemacht, aber wir sollten das nächste Woche nochmal deutlich intensiver machen. Ich finde, dass wir damit einen schönen Abschluss haben für heute. Und eigentlich bleibt uns nur noch übrig, Danke zu sagen für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit. Halten Sie uns die Treue, kommen Sie gerne wieder. Fragen Sie auch, schreiben Sie uns an auf dem YouTube-Channel dann mit dem Link, den wir dann teilen werden, auch über die gemeinsamen Kanäle. Diskutieren Sie auch dort weiter. Und wenn weitere Fragen sind, wir werden sie gerne auch nächste Woche mit aufnehmen. Und wir beide, Dominik und ich, wir freuen uns ganz extrem auf die nächste Woche. Das nächste Mal wird auf jeden Fall viel technisches Begriffe jonglieren. Ich freue mich da sehr drauf. Und auch wieder vielen Dank für die doch sehr rege Teilnahme. Und ja, dann für alle, die es nicht hören konnten oder einen Teil verpasst haben, wie gesagt, auf YouTube gibt es das Ganze nochmal
komplett und hey, es gibt ein Best-of. Oh je. Ich bin gespannt. Ja, das kann ich dir nicht ersparen. Da freue ich mich auch schon drauf. Bin ich das. Ja, dann vielen Dank auch euch, die Rückmeldungen, die kommen. Ja, bis nächste Woche. Das freut uns sehr. Ja, dann bleiben Sie alle gesund in diesen doch verrückten Zeiten. Und ja, sage ich mal, bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.